selber. Ich würde nie einen Berater dafür beauftragen, weil dann gibst du Wissen wieder außer Haus. Bau dein Haus immer auf eigenem Grund. Ich habe mich natürlich am Anfang selber mit dem Thema ganz extrem auseinandergesetzt, weil nur wenn du als Chef es selber verstehst, dann ist es wichtig. Zum Schluss muss der Chef die Prozesse absegnen, weil einer muss sie ja federführend verantworten. Also ganz, ganz wichtig, Prozesse sind Chefsache. Ich habe es mittlerweile geschafft, mein Team davon zu überzeugen, dass diese Prozesse, Training und diese Ressourcenthematik unumgänglich ist für uns alle. Und wir arbeiten abteilungsweise jetzt Prozesse aus. Danach schauen wir sie uns gemeinsam an. Wir haben jetzt auch ein Wochenmeeting eingeführt für Prozesse. Und aktuell sind wir sogar so weit, dass wir einen eigenen Mitarbeiter einstellen, den wir gerade suchen, nur um das Thema Prozesse zu optimieren, ein eigenes Logbuch zu schreiben, um hier noch professioneller zu werden. Teachable. Es gibt Mai Kajabi oder Teachable. Das sind so Videoplattformen, die kann man sich monatlich mieten. Da kann man diese Videos hochladen. Ist relativ einfach zu bedienen. Also auch ich verstehe das sogar mittlerweile. Und daher Teachable haben wir jetzt. OnOffice ist unsere Maklersoftware. Und ja, wir nutzen das Prozesse-Tool in der Maklerlinie bei uns. Also im Investmentbereich nutzen wir es nicht, in der Maklerlinie ja. Wir haben dort eine externe Firma beauftragt, die uns komplett unsere Unternehmensprozesse dort, ich glaube, der war 5 Tage bei uns, der Herr, und hat uns die dann prozesstechnisch aufgesetzt. Wir sind die mit ihm alle durchgegangen und dann hat er sie 2 Tage lang reinprogrammiert. Wir haben mittlerweile einen Mitarbeiter, der sich da, oder wir haben sogar 3, die exzellent sich in OnOffice auskennen und dort beherrschen und die ganzen Sachen machen. Ja, kann man. Also auch ich bin kein Generalist. Ich habe Stärken und ich habe Schwächen. Die größte Eigenschaft, die man mir mittlerweile nachsagt, ist, dass ich es verstanden habe. Und das ist nicht meine Meinung, aber seitdem die das sagen, fällt es mir auch auf. Ich habe früher die falschen Teammitglieder gehabt. Ich sage bewusst nicht Mitarbeiter, weil ich bin auch Mitarbeiter der Firma. Wir sind ein Team und ich habe es verstanden, ein Team zusammenzustellen mit den Menschen, die Stärken haben, wo ich sie nicht habe. Und das ist letztendlich die Aufgabe eines Unternehmers, von oben drauf zu schauen, zu gucken, wie kann er hier ein Team zusammenstellen auf diesen jeweiligen Positionen. Also Beispiel Manager von einem Fußballclub. Der hat auch die Aufgabe, die richtigen Spieler zu finden, zu schauen, dass das passt. Und nicht den Manuel Neuer im Sturm einzusetzen und den Lewandowski als Torwart. Das sind jetzt 2 Spieler, die man europaweit kennt, deswegen nenne ich die. Aber ist genau vergleichbar. Also als Unternehmer muss man nicht alles können. Man muss den Überblick über alles haben und die Experten holt man sich dann in sein Team, in den jeweiligen Bereich. Nochmal, Mitarbeiter, das ist so ein Entwicklungsprozess. Im Unternehmertum gehen viele Schritte parallel nebeneinander. Aber das Wichtigste in der Immobilienbranche ist, egal ob du Bauträger, Makler, Projektentwickler, Bestandshalter bist, du musst den ersten Schritt lösen, finden von Projekten. Und da gibt es Methoden, wie du das Ganze off-market eben machst. Das ist keine Neuerfindung. Die normalen Bürger, die jetzt nicht im Immobilienbereich tätig sind, also die damit keinen Bezug haben, sagen, es gibt keine Objekte. Doch, es gibt wahnsinnig viele Objekte. Finde Objekte, damit du Umsatz generieren kannst, kannst du Mitarbeiter einstellen und dann musst du parallel die Skalierung bauen. Ich habe die letzten 2 Jahre nichts anderes gemacht, wie das Fundament gebaut, die richtigen Teamplayer gesucht. Und jetzt können wir skalieren. Wir fangen jetzt an, nach den Sommerferien. Momentan sind wir im Juli 21 und ab September 21 geht bei uns jetzt eigentlich erst die richtige Skalierung los. Auch wenn wir ein riesen Wachstum hingelegt haben, der die letzten 2 Jahre ja, phänomenal war und alle schon gesagt haben, es ist ja Wahnsinn, was ihr da erreicht habt. Aber jetzt kommt erst der große Turbo, weil wir an der Basis gearbeitet haben. Aber zusammengefasst, es muss natürlich auch bezahlt werden, weil Skalierung geht nur mit Mitarbeitern und mit Umsatz. Sonst kann ich keine Mitarbeiter bezahlen. Daher brauche ich den Flaschenhals und das sind Objekte. Daher finden, ganz, ganz wichtig. Natürlich ist Finden der größte Engpass und Zeitfresser.
aber diesen Zeitfresser musst du nehmen und die anderen Dinge baust du um dich herum. Daher Netzwerken, Kaltakquise, Social Media, Follow-up. Und in diesen Sparten gibt es dann Unterdinge, wie zum Beispiel Netzwerken sind das Hebammen, Kaminkehrer, Leichenbestatter, Bofors, Telekom-Mitarbeiter bis hin zu Abrissunternehmen, Maklern, Versicherungsdienstleistern und. Also alle Menschen, die wissen, wo sich Objekte durch Scheidung, Tod, räumliche Veränderung bewegen. Damit muss ich mich identifizieren und die muss ich über gewisse Systematik ansprechen, damit ich diese Infos vorneweg am Markt bekomme. Viele nehmen Social Media her, weil sie glauben, dann müssen sie die ersten Dinge nicht machen. Also es ist eine reine, wie sagt man da, Komfortzone, dass sie glauben, wenn sie Social Media machen, haben sie einen Vorteil. Ganz im Gegenteil, Social Media ist nichts wie Kaltakquise. Wenn ich nicht weiß, wie ich an einen Auftrag rankomme, den übers Ziel drüber ziehe, nützt mir auch Social Media nichts. Daher machen das schon mal 90% der Menschen falsch. Zusammengefasst einfach mit Zielgruppenbesitzern beschäftigen, wie zum Beispiel ein Wohnungsverkäufer von Wohnbaugesellschaften. Lieschen Müller verkauft ihr Grundstück, ist ein Haus drauf, geht ins Altersheim oder in eine Wohnung, wie auch immer, und hat keinen Bock mehr auf Rasenmähen und auf Hauspflege. Kauft sich eine Wohnung. Wenn ich jetzt weiß, dass dieser Wohnungsverkäufer diesen Menschen kennt, dann muss ich mir nur noch überlegen, wie komme ich da ran und einen Mehrwert schaffen für den Wohnungsverkäufer. Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der sagt, ja, vermakeln wir selber. Dann sagst du, ja, ich kann kaufen. Oder B, haben wir noch nicht drüber nachgedacht, Kompensationsgeschäft zu machen. Also das sind so Methoden. Wenn ich weiß, wer sind die Menschen, dann kann ich mir auch die Lösungen bauen. Ja, natürlich kann ich Menschen einfach ansprechen. Diese Frage zielt daran ab, ob ich direkt Menschen kontaktieren darf per Telefon nach irgendwelchen Listen. Nein, das darf ich nicht. Das ist datenschutzrechtlich verboten. Wenn aber jemand eine Immobilie bei ImmoScout einstellt und nicht reinschreibt, dass Makler nicht gewünscht sind, dann darf ich doch da auf diese Immobilie anfragen und darf doch da gucken, ihn zu überzeugen, über einen Makler zum Beispiel zu verkaufen. Also deswegen im B2C-Bereich, also im Endkundenbereich, darf ich nicht direkt anrufen. Wenn der aber was einstellt, natürlich darf ich ihn dann kontaktieren und man kann ja auch Kaltakquise bei Gewerblichen machen. Und im B2B-Bereich ist es natürlich auch erlaubt, so anzurufen. Wir zeigen im Coaching 1:1 alle Prozesse, die wir haben. Glauben immer viele nicht, und ich werde auch oft gefragt, Max, hast du noch irgendwas, was du nicht sagst? Nein, wir öffnen die komplette Motorhaube, weil wir ja auch netzwerken und es wird nie einer schaffen, in Augsburg oder wo wir tätig sind, den Markt zu 100% zu bedienen, plus, dass wir ja keine wiederkehrenden Kunden haben. Also eine Steuerkanzlei zum Beispiel, der baut sich einen Kundenstamm auf und dann hat er den und bedient den sein Leben lang. Aber im Immobilienbereich kaufen ja die Menschen meistens nur einmal eine Immobilie. Daher kann man dieses Wissen auch ohne Probleme weitergeben. Und ja, man kann alle Prozesse 1:1 in seinem System, in seine Unternehmensstruktur implementieren. Man muss vielleicht gucken, ob das dann zu 100% passt.